Hallo mein Schatz. Und wir gehen gleich in Medias Res und gucken, wie die Energien heute sind. Die letzten beiden Tage, da waren sie ja sehr ähnlich. Eigentlich jetzt schon die letzten drei Tage. Und ich mische die Karten wirklich gut durch. Also ja, manche Energien sind einfach gleichbleibend. Ja, wir verändern uns ja nicht von einer Stunde auf die nächste. Das ist manchmal, jetzt haben wir zwei bekommen. Das ist manchmal ja eine Frage der Zeit, okay? Wir haben Probleme in der Familie, heim, dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Also hier scheint jemand familiäre Probleme zu haben. Verlobung, dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Okay, also bei einigen kann es sein, wenn die Familie etwas ein Problem mit euch hatte, das ist jetzt für eine ganz bestimmte Reisegruppe, wenn die Familie zum Beispiel gegen eure Verbindung war oder wollten nicht, dass ihr zu einem Paar werdet. Hier, so wie es aussieht, nun gucken wir die hier noch sagen, aber so wie es aussieht, ist man in der Lage, doch dieses Problem zu lösen. Also, dass die Familie dich akzeptiert oder was auch immer. Ja? Wir schauen jetzt mal, was die Karten noch sagen sollen. Familie, die Lilie, schon wieder. Und Versöhnung, ja. Wirklich, Versöhnung. Also, wenn ihr ein Paar seid und ihr habt Probleme mit den Schwiegereltern oder mit der Familie, dann sehe ich hier jetzt eine Versöhnung, okay? Das ist jetzt so eine Randbemerkung. Ansonsten habe ich hier definitiv, dass jemand zu dir stehen möchte. So wie es aussieht, möchte man sogar dich der Familie vorstellen. Das ist jetzt auch wieder für eine ganz bestimmte Reisegruppe. Aber ich sehe, dass es Probleme gab in der Familie, wie gesagt, die vielleicht etwas gegen eure Verbindung hatten. Und das wird sich jetzt ändern. Also, hier möchte jemand auch eine Familie haben. Und ich hatte, wann war das denn? Die erste Legung, da kam ja raus, dass jemand Familie möchte, Kind möchte. Dann kam, am Tag danach kam die 10 der Münzen, was auch für Familie steht. Also das gilt natürlich für alle, die Kinder kriegen können und wollen, okay? Ansonsten alle anderen. Da kann es dafür stehen, dass jemand Probleme hat innerhalb der Familie. Vielleicht hat man sich deshalb zurückgezogen. Das muss ich dazu sagen. Das hat sich jetzt erst herauskristallisiert. Also wenn sich jemand von dir zurückgezogen hat und du bist mit jemandem zusammen, der oder die hat noch Familie oder ist irgendwo involviert mit Kindern, da kann es Stress gegeben haben. Und aufgrund dessen, dass die Stress hatten, hat er oder sie sich von dir zurückgezogen. Also wenn du dich jetzt die letzten Tage gefragt hast, warum ist er so still, warum meldet er sich nicht oder sie sich nicht, dann hat es damit zusammen, dass die da zu Hause Stress hatten. Und die haben sich jetzt versöhnt, ist jetzt alles soweit okay und jetzt wird man wieder auf dich zukommen, okay? Also rechne damit, dass jemand wieder kontaktfreudiger wird und eventuell wird man dir davon erzählen, ja? Und ansonsten ist diese Konstellation eben für... Lass mich erstmal die zweite Karte nehmen. Für alle, die sich das wünschen. Ja, hier sind Gespräche. Harmonische Gespräche, ja. Wir haben hier Lilie und Rute. Harmonische... Wo kommt das jetzt? Mach mal Lippenstift. Harmonische Gespräche darüber, wie es weitergehen soll mit euch beiden. Also entweder wirklich Familie gründen oder heiraten, Heiratsantrag, Familien konsolidieren. Der nächste Schritt könnte sein, dass man dich der Familie vorstellt. Auch das kann es sein, okay? Man musste erstmal gewisse Probleme, die im Weg stand, eliminieren. Und so wie es aussieht, ist jemand dabei. Oder man hat diese Probleme eliminiert, okay? Lass uns mal weiterschauen, was wir hier noch bekommen. Ja, guck, eine Entscheidung. Wie ein Richter, wie ein Beschluss. Hier spricht jemand einen Beschluss aus, ja? Und der Richter, der klopft, bum, 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 bum. Hier entscheidet jemand etwas. Und wir hatten ja die letzten Tage, hatten wir das Problem, dass jemand einfach nicht entscheiden konnte. Also hier wird etwas entschieden. Wenn du Glück hast, ist es genau zu deinen Günsten. Zu deinen Günsten. zu deinen Gunsten. Lass uns mal weiterschauen. Ja, mein Schatz. Wir haben hier Achievement. Achievement bedeutet etwas erreichen. Also hier hat jemand etwas erreicht.
Für sich, für euch, für dich, für alle. Also hier muss man wirklich sagen, hier kommen positive Nachrichten, okay? Was immer das Problem war, wenn sich jemand von dir zurückgezogen hat, dann hat man Probleme gehabt innerhalb der Familie, ob man nun selber Familie hat oder mit der eigenen Familie einfach. Und man hat einfach keinen Kopf. Manchmal ist es so, da hat man dann keinen Kopf, um sich um andere Dinge zu kümmern oder um auf dich zuzugehen zum Beispiel, okay? Aber was immer hier die Probleme waren, die werden jetzt gelöst. Und vor allen Dingen will jemand etwas erreichen mit dir. Definitiv. Also, das ist super. Besser geht's gar nicht, mein Schatz, ja? Mal kurz hier dir nehmen. Gucken, dass ich die Zeit auch im Auge behalte, weil ich kann die Videos nicht so lange machen. Aber schon wieder ein Joker, das gibt's doch gar nicht. Hör mir den Joker. Hat jemand ein bisschen Pokerface gehabt die ganze Zeit? Ihr werdet es nicht glauben. Hier. Yeah. Aber ich glaube, das ist jetzt hier der Page. Das ist die Kommunikation. Ich sehe, dass du schon die ganze Zeit darauf wartest, mein Schatz, weil hier auf dem Tisch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, auf dem Tisch, da liegt ein Stapel Briefe. Du bist ganz besorgt, du guckst hier also ganz besorgt. Aber die Nachricht kommt, mein Schatz. Also ich sehe, dass die Person, um die es dir geht, hat bereits gute Laune, weil man weiß, man hat dir gute Nachrichten mitzuteilen, okay? Also rechne mit Nachrichten. Bisher hat man jongliert, wirklich jongliert, so dieses, wirklich Poker gespielt. Optionen offen gehalten, man musste Dinge klären und so, dich im Dunkeln gelassen, was jetzt ist, wie es weitergeht. Aber die Klarheit kommt jetzt. Das sind die Nachrichten, mein Schatz. Und gucken, dass ich, wie gesagt, die Zeit im Auge behalte, weil ich kann die Videos nicht allzu lange machen. Ja, mein Schatz, guck. Transcending Obstacle, Learning, Expansion, New Phase, Preparing for Union. Hier. Hier bereitet sich jemand darauf ein, mit dir sich zu vereinigen. Ich habe ja hier Verlobung. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Und das ist hier Transcending. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier. Also, mein Schatz, hier tut sich jetzt was. So wie es aussieht, hat jemand, ja, guck hier, Mask. Da war die Maske, die hatten wir jetzt 2 Tage im Anschluss. Irgendwie hier mein Ohr juckt. Da kommen Neuigkeiten, du wirst etwas erfahren. Also dein Ultimatum oder dein Verhalten oder was immer du gesagt, gemacht hast oder auch nicht gesagt oder getan hast, hat gewirkt. Das hat gewirkt. Also hier kommt jemand endlich in die Pötte. Bleib dir selbst treu. Du brauchst jetzt nichts tun. Du bleibst einfach, mach einfach dein Ding jetzt weiter, mein Schatz, ja? Balance, eine richtig gute Beziehung, bitte Teil und Herausforderungen zugleich. Hier möchte jemand wieder einen Ausgleich mit dir herstellen. Hier hat jemand mehr Gefühle für dich, als man zugeben wollte. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Ja, mein Schatz. Dieser Mann, diese Frau hat viel, viel mehr Gefühle für dich, als man zugegeben hat. Und hat sie immer versteckt. Du hast ein Ultimatum gesetzt. Man hat jetzt heimlich alle möglichen Probleme oder was immer hier noch im Weg steht, versucht aus dem Weg zu räumen. Und bald wirst du Klarheit bekommen. Also hier ist jemand bereit, wieder eine Balance zwischen euch beiden herzustellen und dir mitzuteilen, was man jetzt mit dir vorhat. Hier hat jemand Pläne mit dir. Hier hat jemand Pläne mit dir, aber hat sie dir nicht gesagt und hat dich im Dunkeln gelassen. Okay? Alles klar, mein Schatz. Dann bis zum nächsten Mal. Namaste. I love you.